Schön. Das sollte ich dir zeigen. Deke, ich habe den Webstuhl benutzt. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Deke ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Danke für deine Hilfe, Deke. Bei den Ruinen von Schloss Falbart. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Wie wäre es, wenn Sie den Weiche-Zurückfluch erlernen würden? Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben... Deke findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein.
Revelio. Revelio. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen. Professor Schaar. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer die Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also, ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich
Ich habe die Sternenbeobachtung möglichst lang aufgeschoben. Hat ja viel gebracht. Wie soll ich Sirius finden, wenn meine Hände zu kalt sind? Leviosa. Confringo. Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Zur Sternenbeobachtung. Das muss man nutzen. Professor Shah, ich würde gerne mehr über Astronomie erfahren. Immer seltener trifft man auf Schüler, die sich mit himmlischen Dingen befassen, aus eigenem Antrieb. Aber wenn sie wirklich die Bahnen im Kosmos kartieren wollen, müssen sie ihren Geist vom irdischen Geplapper anderer befreien. Wir selbst sind wie unbeschriebene Himmelskarten, wissen Sie? Leere Leinwände, die nur darauf warten, all das aufzunehmen, was das Universum zu bieten hat. Verstehen Sie? Sie haben vorher im Unterricht Astronomie-Altäre erwähnt. Worum handelt es sich dabei? Vor langer Zeit haben Liebhaber der Astralkünste überall Steinplatten aufgestellt. Sie sind ideal, um Sternenkonstellationen nah und fern zu studieren. Über Jahrhunderte nutzten Zauberer diese Astronomie-Altäre zur Sternenbeobachtung. Leider sind sie jetzt nur noch Mahnmale des unerschrockenen intellektuellen Strebens einer vergangenen Epoche. Stimmt es, dass Sie nur wenig von der Wahrsagerei halten? Von allen anderen Disziplinen, die hier gelehrt werden, ist Wahrsagen sicherlich die schwächste. Vor allem, wenn es um diesen astrologischen Unsinn geht. Astronomie und Astrologie sind nicht dasselbe. Das eine ist verbriefte Wissenschaft, das andere purer Wahnsinn. Danke, Professor. Ich freue mich schon auf die Sterne. Das höre ich gern. Die Sterne stehen heute günstig. Nacht für... Oh, hallo. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los geht's. Klasse! Du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen.
Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Lumos. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldstein, ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Irgendwie unheilvoll. Herr Delio, ein paar Spinnweben und etwas Staub. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Levioso! Contringo! Lumos! Lumos! Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Lumos. Oh nein, nicht so nah bei der Schule, Amit. Da, da ist der Altar. Ich lasse dir den Vortritt. Na los, versuch es mal. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Wie du meinst, Amit. Wie du meinst. Wart's nur ab. Ich werde dich mit dieser Aussage zitieren. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronomen entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig, danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht Lumos zu sehen. Was für ein Anblick.
Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos.